Herzlich willkommen, lieber Krebs, zu deiner Tarot-Wochenbotschaft. Ich möchte schauen, was die nächste Woche für dich bereithält. Wir reden von der Woche vom 14. bis zum 20. August. So. Natürlich kannst du auch in der Woche das Video schauen. Das ist vollkommen egal, ne? So, was wir hier als Sachverhalt auf den Tisch haben, ist, dass du jemanden an dich ranlässt, beziehungsweise jemanden sehr tief in dein Leben lässt, der dir hier aber das Herz bricht, ja? Oder beziehungsweise irgendwie wirkt das hier wie so eine Beziehungskrise. Eigentlich sind diese Karten sehr positiv, gerade wenn wir Thema Liebe gucken, Thema romantische Beziehung, aber auch Freundschaft, Familie, hast du nicht gesehen, ne? Aber es kann sein, dass es hier jemand ist, der dir sehr am Herzen liegt, und der dich in dieser Woche das Herz bricht, beziehungsweise es ist so ein bisschen verhagelte Stimmung. Ich habe hier so ein bisschen Krisenzeit, es ist halt, die Sonne scheint nicht so richtig, vielleicht seid ihr irgendwie in einem Konflikt gerade gefangen, ihr kommt irgendwie nicht auf einen Nenner, sowas in der Art habe ich hier ganz, ganz stark mit drin. Aber das ist gar nicht schlimm, weil wir hier tatsächlich nur eine kleine Krise haben. Die Karten drumherum sind viel stärker. Auch wenn wir hier wieder auf die Numerologie schauen, 3, 4, 5, ne, ist das hier die niedrigste Karte mit dem niedrigsten Zahlenwert. Von daher, das ist nur eine kleine Krise. Mach dir das bitte, bitte gerne bewusst, auch wenn sich diese Woche oder dieser eine Tag in der Woche, den ich hier gerade sehe, wirklich, wirklich maximal beschissen anfühlt. Ja? Mach dir das gerne bewusst. Es ist eine kleine Krise, es ist ein kleiner Streit. Im Gegensatz, wenn man das große Ganze nicht aus dem Auge verliert. So. Was wir hier jetzt aber dazu nochmal sagen wollen, es ist wie gesagt jemand, der dir sehr am Herzen liegt, das kann deine romantische Beziehung sein, dein Herzensmensch, Bruder, Schwester, Mutter, Vater, keine Ahnung. Es ist jemand, der dir wirklich, wirklich nahe steht und dem du wirklich auch sehr nah in deinem Leben drin hast. Das Ding ist, es wird hier, der Hierophant zeigt wiederum an, dass es gar nicht so schlimm ist. Guck dir das große Ganze an. Ja, es geht hier tatsächlich um eine starke und feste Beziehung. Es geht hier darum, jemand, der auch Verantwortung für dich übernehmen würde. Ich würde mal sagen, der Hierophant steht auch immer für Verantwortung füreinander und gleichzeitig, er kann auch mal für Heirat stehen oder Heiratsantrag oder beziehungsweise eine Beziehung, die einfach öffentlich gemacht wird. Ja, von daher ist das hier wirklich eine sehr starke und feste Bindung, die der Hierophant hier uns anzeigt. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir ein Geschenk und ob wir noch einen Rat bekommen vom Universum. Okay, das ist eindeutig. Da wollten wieder mehr Karten gesehen werden als dein Geschenk. Okay, dein Geschenk ist ja spannend. Okay, so. Wir haben hier einmal Optionen, die neu auftauchen und ich habe irgendwie so eine Erinnerung an eine viel, viel schlimmere Situation. Ich weiß nicht, ob dich das hier irgendwie so ein bisschen auch wie triggert. Ja, ich sage das Wort mal in Anführungszeichen, weil ich finde, es wird so inflationär benutzt, aber es ist, jeder weiß, was damit gemeint ist, wenn ich das so sage. Ne? Also wir haben hier einmal den Teufel und wir haben hier Optionen. Das heißt, du kannst dich jetzt entscheiden, wie du dich mit dieser Krise verhältst, ja, ob du dich hier auf die dunkle Seite schlägst und vielleicht schon immer so reagierst, wie du vorher in anderen Beziehungen reagiert hast, ob du da vielleicht sehr eifersüchtig, sehr eingeschnappt oder sowas in der Art reagierst, aber mach dir das bitte bewusst, dass es hier eine andere Option gibt. Du kannst dich anders verhalten. Du musst nicht das Ganze bis in die Eskalation treiben, sondern hier geht es tatsächlich beim Teufel um die dunkle Seite des Lebens, dunkle Seite von Beziehungen, von Liebe. Guck bitte, dass du dich da nicht reinfallen lässt oder dich übermäßig durch diesen Streit aufreibst. Ja, das würde euch beiden nicht gut tun. Du hast die Chance, dich anders zu entscheiden. Es gibt einen anderen Handlungsweg. Ne? Nicht den, der in die Hölle führt, sondern den, um damit vernünftig umzugehen. Der Rat, den wir hier haben vom Tarot, da haben wir König der Münzen. Es geht hier tatsächlich ein bisschen darum, sich wie König der Münze zu verhalten oder ihn vielleicht auch als Ratgeber oder als jemand, der dir den Rücken stärkt, dazu zu holen. Das hier ist jemand mit wertvollen Ideen, jemand, mit dem du wertvolle Gespräche führen kannst. Jemanden, der nochmal einen wertvollen Input hat und dir vielleicht nochmal eine andere Gedankenweise oder eine andere Verhaltensweise aufzeigen kann. Von daher guck, ob du König der Münzen, also jemand, der Sicherheit schafft, jemand, der da
sehr klug ist und auch, ich sag mal, so Gedankengänge wachsen lassen kann, ob du den in deinem näheren Umfeld hast und ihn vielleicht als Beratung dazu ziehst. Oder ob du dich selber verhältst wie König der Münzen. Dabei geht es nicht darum, den Streit zu eskalieren und den Streit wachsen zu lassen, sondern ganz im Gegenteil, eher die Beziehung wieder zum Wachsen zu bringen oder auch wertvolle Gespräche zu führen, ne? Münzen stehen immer auch für produktive Gespräche oder für wertvollen Input, den man einfach bekommt, ja? Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Vielleicht, wenn du hier, wie gesagt, einen Streit mit deinem Geliebten oder mit einer sonst sehr nahestehenden Person hattest, wäre es gut, hier ein vernünftiges Gespräch zu führen, anstatt beleidigt zu sein. So, ne? Das ist jetzt einmal ein Beispiel. Ich sehe ja immer nur die Energien. Okay. Ob du das dann annimmst und wie du das letztendlich handhabst in deinem Leben, es steht wieder auf einem ganz anderen Blatt. Ihr habt den freien Willen, ihr dürft das selber entscheiden. Von daher will ich euch da gar nicht reinreden. So, ihr Lieben, ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Bis zum nächsten Mal.